nächsten Tagen ein neues Buch auf den Markt kommen wird. Classic Africa. Und es ist mal ein ganz anderes Buch als meine bisherigen Bücher. Ich habe mich nämlich mal gelöst von den rein doppelseitigen Farbfotos und habe mich mal mehr so in die Vergangenheit bewegt, in den Zeiten, wo Afrika noch völlig intakt war, was im Duotonbereich arbeitet. Also hier sind die Bilder auf dem Querformat nur auf der rechten Seite zu finden. Manchmal habe ich auf der linken Seite noch so ein paar zusätzliche Bilder, die in die Stimmung mit reinpassen und das Bild noch ergänzen. Ganz selten auch mal eine Doppelseite, aber überwiegend sind das Bilder, die jetzt hier so uns ein bisschen zurücktransportieren sollen in eine Zeit, in der Afrika und das wilde Leben in Afrika und die Wildnis und die Tiere noch völlig in Ordnung war, bevor sozusagen der Mensch sich immer mehr verbreitet hat. Und dieses Buch ist insofern auch anders als meine bisherigen, weil es eben jetzt zu jeder Fotografie auch direkt hier eine Bildunterschrift gibt. Und wir haben auch ein anderes Papier gewählt, das ist ein relativ gelbliches Papier und ein wunderschönen Einband, wie ich finde. Das Ganze hat also etwas klassischeren Charakter bekommen und dürfte, wie gesagt, Ende Oktober überall in Deutschland, aber auch in Europa dann im Buchhandel sein.